Möchtest du Teil von Mittwald werden? Dann freuen wir uns jetzt auf deine Bewerbung. Und wir sind 9 Sekunden. Zu spät, es ist noch nichts passiert zwischen dem SV Werder Bremen und Eintracht Frankfurt. Ich muss gestehen, ich bin vor allen Dingen gespannt auf die Frankfurter, denn wie die ihr 1:7 in Worten 7 gegen Schalke 04 verdaut haben und hier in diesem Spiel auftreten. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Stimmung gerade im Team und mit ihrem Trainer Anouar Dadou nicht überragend gut war. Aber auch die Bremer stehen noch ein bisschen unter Zugzwang, haben 1:0 verloren gegen Arminia Bielefeld im ersten Spiel. Das war sicherlich eines der ersten Überraschungen hier in dieser Partie, in diesem Turnier. Und deswegen haben wir auch hier zwei Mannschaften, die aufeinandertreffen, die ihre Auftaktspiele jeweils verloren haben. Wenn auch in sehr unterschiedlichen Höhen. Und damit steigen wir ein in dieses Spiel. Werder Bremen am Ball. Im Aufbau. Freistoßpfiff war das. Jawohl, weil das Foul außerhalb begann. So die Meinung. Jetzt sehen wir es rechts schön am Rand. Ball kommt und dann sind die Hände dran. Ja, dankbar angenommen, aber ich denke, das darf man pfeifen. Dominik Kapetschny hier vom FC Preußen Espelkamp. Und jetzt wird Maß genommen. Konzentrierter Blick. Ablage, Abschluss, geblockt. Konter läuft, aber gut umgeschaltet. Tom Köppener mit der Nummer 9 hat hier gut zurückgearbeitet. Bremen sehr aggressiv jetzt, sehr forsch. Kommt gut Druck. Frankfurt gar nicht groß zur Entfaltung kommen zu lassen. Erster guter Versuch hier von Francesco Simonelli. Kapitän der Eintracht hier mit der Nummer 8. Bremen baut wieder auf. Nächster Freistoß. So, da haben wir mal die Tabelle eingeblendet. Der FC Schalke 04 steht nach dem ersten Spieltag auf Platz 1, 7:1 Tore. Natürlich war das der klasse Sieg. Borussia mit den Lappen auf 2 und dann gehen wir hier in die Bereiche. Eintracht Frankfurt sehen wir auf 11 gerade aktiv und auf Werder Bremen auf 10. Also der Gewinner hat hier die große Chance, sich vorzuschieben. Das war klasse gemacht, jetzt die Einzelaktion. Und dann hätte er, glaube ich, querlegen können oder ins leere Tor abschließen. Stattdessen verübte er einen Anschlag auf Frankfurts Co-Trainer. Abed Nankishi. Eigentlich technisch fein gemacht und fein gelöst. Aber dann war es so der letzte Abschluss. Große Möglichkeit hier für Bremen. Endlich das erste Tor im Turnier zu erzielen. Das war technisch schön gemacht da an der Bande. Ball gut mitgenommen, jetzt zu zweit. Das Ganze gelöst und geklärt. Ballbesitz Eintracht, wieder Bremen dazwischen. Also das machen sie gut. Gegen den Ball, aggressiv, sehr wach, gut im Gegenpressing.
Da wieder sehr aufmerksam. Aber auch Elias Börner am Tor lässt sich da nicht irritieren. Noch zwei Bälle im Feld. Situation geklärt. Mika Polat hat den Ball. Der Mann mit dem Zopf beim SV Werder. Also wieder Nakishi. Sicherlich einer der auffälligsten Akteure hier beim SV Werder. Wieder Druck gemacht. Ballbesitz. Eintracht Frankfurt. Erster Versuch wieder, aber auch da geblockt. Wer sich ein bisschen mit dem Fury Cup beschäftigt, der kennt den Herrn rechts, der hier noch ganz entspannt sich unterhält. Das ist Frank Bender, 49 Jahre. Seit 01.01.2014 ist er schon Trainer der U16, seitdem verantwortlich. Das heißt, zum vierten Mal beim Fury Cup dabei. Ganz sympathischer Zeitgenosse, sehr beliebt bei den Verantwortlichen, weil ein sehr umgänglicher und freundlicher Typ. Frank Bender vorher Co-Trainer, 11 Jahre lang bei der U23 von Werder Bremen und jetzt, wie gesagt, seit 4 Jahren verantwortlich für die U16 bei den Norddeutschen. Jetzt mal Tempo-Dribbling. Auch da wieder unsauber gespielt. Da kommt er zwar noch zum Abschlussversuch, aber das fehlt so ein bisschen die Genauigkeit. Wenn jetzt eine ganz scharfe Zunge zeigen will, sieht man so ein bisschen, warum beide Mannschaften ihr erstes Spiel im Turnier nicht gewonnen haben. Bei Bremen den etwas aktiveren Eindruck hier macht. Da aber den kleinen Messi, der seinen Platz sucht. Die Treppenstufen fast zu groß und verschwunden in die Katakomben. Der kann sich das Spiel jetzt auch nicht unbedingt mit voller Begeisterung angucken und holt sich vielleicht erstmal ein Schnitzelbrötchen. Wir bleiben aber dran, weil ich glaube, hier wird gleich was passieren. Bremen wieder geduldig. Wie im ersten Spiel schon gegen Bielefeld. Sehr geduldiger Spielaufbau im 2-2. Für meinen Geschmack nach wie vor machen sie das Spielfeld zu klein. Stehen zu eng in diesem Viererverbund beieinander. Und haben somit wenig Spielraum, der Großräume zu gewinnen und in Lücken zu stoßen. Etwas statisch das Spiel. Auch er beschäftigt sich mit der Lesestunde. Mama, lass mich in Ruhe. Und liest erstmal das Programm mit. Das war wunderbar gespielt, aber nächster Rettungstat von Frankfurts Keeper, der hier momentan so den Eindruck erweckt, in dieser Partie zumindest der beste Frankfurter zu sein. Jetzt hat die Eintracht aber mal die Möglichkeit nach dem Ballgewinn. Gut abgeschlossen, ganz vollendet. Und dann haben wir doch endlich das erste Tor im Spiel. Francesco Simonelli mit dem Treffer, der Captain der Hessen. 3 Minuten vor dem Ende. War das der Dosenöffner jetzt? Dass wir die Programmhefte weglegen können, dass wir das Spiel hier gebannt gucken. Werder Bremen ja eine große Fury Cup Tradition, 17 von 19 Teilnahmen. Zweimal waren sie im Endspiel, zweimal konnten sie es erfolgreich bestreiten, 2005 und 2017. Wäre übrigens nicht ungewöhnlich, wenn die Bremer hier mit einer Niederlagenserie in das Turnier starten. Wenn ich mich richtig erinnere, haben sie letztes Jahr eine sehr, sehr ausbaufähige Vorrunde gespielt und sind erst in der K.O.-Phase mehr und mehr ins Rollen gekommen.
das allerdings auch durch viele, viele Neunmeterschießen. Bis auf ein K.O.-Duell sind sie in jedes in der Neunmeterschießen gegangen. Auch im Finale gegen den Hamburger SV. Aber jetzt durch Polat vielleicht die Möglichkeit. Polat schießt ab, Abpraller. Nochmal die Möglichkeit quergelegt. Aber dann fehlt auch so der Abnehmer, dann fehlt so der Killerinstinkt. Bremen noch nicht zielstrebig. Noch nicht torgefährlich genug. Wieder quergelegt. Wieder Platz. Wieder der Mann in ganz grün. Das ist Elias Bördner, der hier eine wirklich starke Partie zeigt und sich hier als ganz sicherer Rückhalt seiner Mannschaft zeigt. Und dem wird die Null mal so richtig gut tun, nachdem er eben von Schalke 7 Stück gefangen hat. Dass der Junge heute auch halbwegs in Schlaf kommt. Polat, der macht ganz ideal. Legt den Ball rüber, wieder ist es Bördner. Und kleiner Ballmagnet, auch wenn die Abschüsse jetzt natürlich nicht platziert sind ohne Ende. Aber er ist da. Eine gute Physis, gute Körpersprache, sehr präsent, momentan unüberwindbar für den SV Werder in der letzten Spielminute der Partie. So, Frankfurt geht jetzt mit Überzahl auf die Abwehr zu. Es war klasse rübergespielt, Direktabnahme. Und jetzt ist das 2-0 und die Entscheidung da. Durch Finn Otto, gut einprägen, Nationalspieler. Wunderbar ausgespielt, Abpraller genommen. 2-0 für Eintracht Frankfurt und damit mal so richtig rehabilitiert für das erste Spiel, für das 1-7 gegen Schalke. ...35 Sekunden noch auf der Uhr. Wird sicherlich auch unten rechts gleich wieder korrigiert. Immer dann, wenn die Uhr angehalten wird, müssen wir das einmal tun. So, nächste Chance für die Eintracht. Der Ball geht unter die Latte. Guter Versuch hier von Ali Lunne für Frankfurt. ...13, jetzt passt die Uhr auch wieder. Damit wird Eintracht Frankfurt die ersten drei Punkte aufs Habenkonto buchen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Dreier. Und Werder Bremen mit dem Fehlstart ins Turnier. Nach einem 0-1 gegen Bielefeld setzt es jetzt ein 0-2 gegen Eintracht Frankfurt. Mit hängenden Köpfen geht es Richtung Trainerbank, wie man hier sieht. Und wir steigen ein in die Highlights der Partie.